Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem sehr, sehr angefragten Video. Und zwar geht's bei dem Video um die Sache, wie nimmst du deine Videos auf? Und ich kann euch ehrlich gesagt nur sagen, ich zeige euch das, das ist wirklich mega simpel und ich zeige euch dann auch meine Rendereinstellungen und so weiter. Ich habe natürlich einen Mac für die Leute, die auf Windows sind. Ist es vielleicht eventuell nicht so vorteilhaft, aber ich zeige euch das einfach hier mal. Und zwar, das hier ist einfach mein Home-Bildschirm. Ich werde demnächst mir mal auch einen Windows-PC zulegen für die ganzen anderen Games, die ich hier oben nicht spielen kann. Und zwar, wenn ich aufnehme, dann nehme ich hier mit ScreenFlow auf, also mit diesem Programm hier. Ja, das war eben hier. Das kann ich in der Zwischenzeit einfach hier wieder löschen. So, und zwar habe ich hier einmal ScreenFlow, mit dem nehme ich Minecraft und so weiter auf. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich hier aufnehme. Also ich gehe hier oben einfach auf Aufnahme einstellen. Dann kann man mich ja sehen. Hallo, da bin ich. Und jetzt sagen wir mal, wir wollen ohne Facecam aufnehmen, wollen aber die Computer-Audio, also die System-Audio wie der Minecraft-Sound aufnehmen und die Audio von meinem Mikrofon, dann klicken wir hier einfach mal auf Aufnehmen. Dann zählt er da meistens 5 Sekunden runter. Ich meine, das kann man sich selbst einstellen. Und dann gehe ich einfach in Minecraft rein. Ups, jetzt habe ich hier den Herr Bergmann offen. Ich ziehe das hier einfach mal hierher. So, wenn es jetzt nicht so laggen würde, ich verstehe das nicht. Bei ScreenFlow laggt es bei mir nie. Vielleicht liegt es hier gerade am QuickTime-Player. So, dann mache ich hier erstmal den Shader raus. Und dann gehe ich so rum. Und meistens drücke ich dann Fn, Alt und F11. Dann spiele ich hier im Vollbildmodus. Und dann sage ich so, jetzt nehme ich ja gerade auf, dann sage ich so, hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enderkids. Wir spielen heute das Kid Die Stars und dann mache ich das eben und dann beende ich Minecraft meistens danach auch schon. Danach wäre quasi die Aufnahme fertig, dann klicke ich da oben auf dieses Kamerasymbol und dann auf Aufnahme anhalten. Hier habe ich eben jetzt gerade das, was ich hier aufgenommen habe, also mein Bildschirm und ich wahrscheinlich werdet ihr das jetzt gar nicht hören, aber ich merke ja dann, okay, hier zum Beispiel, das kann man hier gut sehen, hier bei diesem Lautstärkeregler, hier fange ich an zu reden, dann teile ich diesen Clip einfach mal. So, und jetzt fange ich komplett von vorne an, hier. Dann geht der Clip genau da los, dann gucke ich mal, wo kann ich hier noch schneiden und dann hier vielleicht am Ende noch. So. Und so, ich würde einfach mal sagen, wir beenden ihn hier. Gut. Somit wäre quasi mein Video fertig geschnitten. Natürlich, ich habe jetzt derzeit noch kein Intro. Also wenn es irgendwie einen Intro-Macher von euch gibt, sagt mir Bescheid. Ich möchte gerne ein Intro. Wie gesagt, wir sind jetzt hier. Dann denkt man sich so, ach nö, jetzt habe ich noch keine Musik. Deshalb werde ich mir hier jetzt erstmal den Ordner hier rüberziehen und einfach mal in meinen Musikordner gehen. Ich nehme derzeit meistens die Musik von Epidemic Sound. Da steht nämlich Mediakraft Partnern zur Verfügung. Und hier nehme ich jetzt einfach mal Grizzly Bear. Moment, so, wo haben wir es denn? Ziehen wir es einfach mal hierher. Das ist jetzt natürlich viel zu laut. Deswegen stellen wir es jetzt gleich mal auf ein, auf den Regler, ziehen wir es einfach mal auf 1%. Ja, würde schon fast passen. Ich mache mich dann hier noch meist ein bisschen lauter. Und dann kann ich hier noch den Clip teilen. Füge hier noch einen Start- und Endübergang hinzu. Das bedeutet, dann wird das Lied auch eingeleitet. Es fängt dann leise an. Dann habe ich hier das Lied. Und dann kann ich das. Und dann wird es auch wieder schön beendet. Man kann hier genauso noch auch einen Endübergang einfügen. Und dann sieht das hier so aus. So, genau. Und das kann man hier genauso machen wie hier. Dann redet man einfach so, wie wenn ein Lied gerade aus ist. Und dann einfach ganz
leise. Und jetzt exportieren wir das Ganze mal. Und zwar geht man da oben auf Ablage, exportieren. Und bei mir ist es standardmäßig so eingestellt. Ich gehe dann immer auf Web hoch, anpassen, stelle 29,97 ein, da das genau die Maße quasi von YouTube sind, und gebe meistens 7000 ein. Dann hat es nämlich eine bessere Qualität, jedoch gebe ich jetzt erstmal hier 4000 ein, da das vielleicht, ich weiß, es dauert 10 Sekunden, ich weiß nicht, wie lange das sonst dauert. Auf jeden Fall tue ich das dann meistens auf 1280 mal 720 exportieren, dann klicke ich einfach hier auf exportieren und nenne das jetzt mal YouTube Test Video und ein Smiley. So, dann rendert das hier jetzt schnell fertig. Ihr seht das dann jetzt gleich hier am Bildschirm. Ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich mal hier wieder zum Bildschirm. Hier ist jetzt noch mein altes YouTube-Testvideo, denn ich habe es auch versehen auf 7 Mbits gerendert und dann sieht das natürlich scheiße aus. Das wird jetzt wahrscheinlich hier gleich ersetzt werden. So, ganz kurz warten hier. So, jetzt wurde es ersetzt und jetzt können wir es auch ganz normal angucken hier. Genau. Wie gesagt, das hier ist das Video. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das löschen wir dann einfach. Und ja, das ist quasi das, womit ich aufnehme. Ja, das ist einfach mein Setup. Das sind meine Rendereinstellungen. Ich mache das auch öfters in Adobe Premiere Pro. Aber das tue ich dann meistens nur wenn ich so wie jetzt hier mit QuickTime Player aufnehme, und mit dem nehme ich wirklich so selten auf, so selten. Da müsste ScreenFlow wirklich nicht funktionieren. Und hier steht Windows 7 mit Parallels, deshalb das laggt ein bisschen. Deswegen werde ich versuchen, mir jetzt dann demnächst einen wirklich guten Windows PC zuzulegen, um auch Spiele zu spielen, die nicht auf dem Mac funktionieren. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn ihr Bock habt auf ein Photoshop-Tutorial, wie ich meine Thumbnails mache, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Ich würde sagen, wenn wir 15 Likes knacken, dann kommt dieses Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Und ich würde sagen, Leute, das war's. Haut rein und ciao.